Lupa mit der Beratung, Christsörger, guten Abend. Guten Abend, hier ist Wolf. Ich habe eine Frage. Meine Frau wollte eigentlich um 22 Uhr zurück sein. Jetzt wird es aber doch etwas später. Da wollte ich jetzt schon mal das Fläschchen machen, weiß aber nicht genau wie und wie viel. Anna bekommt übrigens das kristallzuckerfreie Milomil 2. Na, das ist ja kein Problem. Wie alt ist Ihre Tochter denn? 5 Monate. Gut, dann kann sie bei 4 Mahlzeiten bis zu 240 Milliliter pro Fläschchen Milomil 2 trinken. Zunächst kochen Sie das Wasser ab und lassen es auf 40 bis 50 Grad abkühlen. Geben Sie ca. 215 Milliliter ins Fläschchen und die entsprechende Menge Milomil, das heißt so 7,5 Messlöffel dazu. Die Flasche zumachen und in ca. 15 bis 20 Sekunden kräftig schütteln, am besten schräg. So, dann befestigen Sie den Sauger und prüfen nochmal die Trinktemperatur. Fertig ist das Fläschchen. Okay, ich glaube, das kriege ich hin. Vielen Dank. Ja, aber bitte, Herr Wolf, und eine gute Nacht. Unsere Ernährungswissenschaftlerinnen beraten Sie gerne rund um die Uhr, auch samstags und sonntags. Telefon 0130 7375.